Das Hohe Feld am Ende der Märkischen Straße im Jahr 1905. Im Hintergrund die Kranbauanstalt Stuckenholz, spätere D-Mark. Der 1909 erbaute neue Bahnhof ist das Aushängeschild der aufstrebenden Gemeinde Wetter. Die Dampflok ist eine technische Sensation auf dem Gebiet der Eisenbahn. Am 1. August 1909 trifft Kaiser Wilhelm II. Mit großem Gefolge am Bahnhof Wetter ein, um Wetter die Stadtrechte zu verleihen. Die Urkunde zur Verleihung der Stadtrechte ist von Kaiser Wilhelm persönlich unterschrieben. Ein schöner Blick vom Turm des neuen Rathauses in die obere Kaiserstraße und in die Freiheit. Die alten Gebäude auf der Burg sind schon seit vielen Jahren unbenutzt. Den steilen Hohlweg von der Ruhr zur Burg quält sich kein Fuhrwerk mehr hinauf. Die schmalen Gassen zwischen den Gebäuden sind dunkel und unheimlich. Totenstille ist in die alten Gebäude eingezogen. Der einst so gewaltige Turm hat viel Not und Leid gesehen. Zum Beispiel die Gefangenen, die seinerzeit an Stricken in das Burgverlies hinabgelassen wurden. Auf dem holprigen und ausgefahrenen Burgplatz gibt es keine Pferdefuhrwerke mehr. Einsam und verlassen liegt auch das alte Bergamt, in dem Freiherr vom Stein 7 Jahre als Direktor des Märkischen Oberbergamtes gewirkt hat. 1920 werden die alten Gebäude der Burg wieder bewohnbar gemacht. Rechts das Wohnhaus der Familie Becker. Das Arbeiterwohnheim an der Burgstraße muss 1939 dem Bau eines Luftschutzbunkers weichen. Die Straße von Wetter nach Herdecke führt im Bereich der Freiheit an der Gaststätte Stücking vorbei. Links stehen die alten Häuser im Kirchspiel. Ein Blick vom Turm der reformierten Kirche über die Burganlage bis zum Zillertal. Tief unten fließt die Ruhr im alten Flussbett. Von der Burg reicht die Sicht bis weit nach Herdecke. Der Blick vom Harkorturm nach Volmarstein zeigt den alten Verlauf der Ruhr mit der Eisenbahnbrücke und der Fähre Tempelmeier. Unterhalb des Harkorturms steht die Gaststätte Schemann. Noch einmal die weite Aussicht vom Turm der reformierten Kirche über die Dächer der Firma Prinz. Wenn die Brunnen in der Freiheit trocken sind, muss das Wasser von der Ruhr den steilen Weg bis zum Wasserturm in der Freiheit hinaufgetragen werden. Die Weideflächen unterhalb der Freiheit dienen den Kindern und Jugendlichen oft als Spielwiese. Jetzt ist auch die Weiterfahrt nach Wengern über die schmale Eisenbahnbrücke und über die Overwegbrücke möglich. Das Kaufhaus Schulze auf der Kaiserstraße ist im Jahr 1921 das Modehaus Nummer 1. 1930 unternehmen die Schüler der Oberrealschule mit dem Reisedienst Killer eine Ausflugsfahrt. Links Dr. Koop. Auf der unteren Bornstraße legt der Milchhändler Butterweg mit seinem Pferdefuhrwerk eine Pause ein. Die Prominenz der Stadt lässt sich gerne an der Anlegestelle fotografieren. Für einen Rundflug fehlt ihnen jedoch der Mut.
Die Gaststätte im Zillertal wird ein beliebtes Ausflugsziel. Es gibt auch eine Anlegestelle für Motorboote. Am 6. Juni 1930 wird in Wetter eine Ortsgruppe der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, der NSDAP, gebildet. Um bei Hochwasser der Ruhr das Überfluten der Wiesen zu vermeiden, errichtet der Ruhrverband 1931 einen Stausee.